Wisst du was? Hier, du kannst meinen gebrauchten Scheiß haben. Truthahn. Wind. Nee, die behalten wir, aber die weg. Nein, nicht Escape. Enter. Oder Leertaste, der funktioniert genauso. Und noch zwei, ich kaufe noch zwei Feuerringe. Ich liebe es normal anzugreifen und wenig MP zu verschwenden. Das ist mein Kampfstil. Auch wenn Magie wesentlich effektiver ist, gebe ich zu. Wasserring bekommt Rabea so oder so. Aber noch einen Feuerring für unseren Timo. Wir brauchen einen neuen Timo. Na okay, das war doof. Feuerring und Wasserring, sehr gut. Ausgezeichnet, wir kommen noch voran. Trotzdem habe ich noch immer keinen Würstchenstand gefunden. Und das macht MG sehr, sehr traurig. Hol dir der Würstchenstand. Ich lade ihn. Ja, ich kann sicherlich schon sehen kann. Gute Rechtschreibung. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir diese Rüstung kaufen sollte. Ich kaufe sie dir von der Nase weg. Wer zu spät kommt. Sag, hier bekommt ihr die beste Rüstung des ganzen Landes. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Es ist die Hauptstadt Kuur. Ritter, ja, wir haben noch ein bisschen Geld. Feuerkapuze. Tief ins Elf. Wow. Ist sehr teuer. Moment, plus 11. Oh, wow. So. Außer die Feuerkapuze, Robe. Ach, hier gibt's so viel zu entdecken in dieser Stadt. Schön. Sehr schöne große Stadt. Gefällt mir sehr. Defense Bronzeplatte. Nee, so viel können wir uns gar nicht mehr leisten. Holen wir uns noch dieses eines, jenes welches. Eisenpanzer. Nee, Quatsch, das würde ich gar nicht wechseln. Panzer und ein... Ja, erhöht sogar die Abwehr und ja, sehr gut. Ausgezeichnet, gefällt mir. Extraktverkäuferin May. Hi Leute, wollt ihr ein paar Tränke kaufen? Ja, warum nicht? Erhöht den Angriff für einen Kampf... Nee, oh, sowas hasse ich. Temporäre Tränke, temporäre Items, die nur ganz kurz halten, das hasse ich. Für so etwas gebe ich mein Geld nicht aus. Jagt er eigentlich noch den Hund? Mal gucken. Wieso muss Hundi denn schon nach Hause, Menge? Gut, da hat Kopf 268 auch dran gedacht. Sehr gut, gefällt mir. Ah, also Spiel ist solide, muss man sagen. Ganz klar sagen. Oh, ich könnte hier Stunden in dieser Stadt verbringen. Sehr schön, gefällt mir. Wollen wir weiterspielen? Wollen wir den Hund bekämpfen? In der Tat wollen wir speichern. Ah, er hat mich aufgeweckt. Nein, sie schläft noch immer. Sie schlafwandelt uns hinterher. Wir bekämpfen jetzt noch Hundi. Ich stehe nicht unbedingt hinter der Meinung der Charaktere, dass dieser Hund jetzt unbedingt notgeschlachtet werden muss. Auf der anderen Seite. Wir möchten hier vorankommen. Auf ein neues. Oh, ist doch nur ein Hund. Bravo, Sonnchen. Bombs, die Dims. Bestimmt jetzt ein Mutantenhund. Bluthund! Oh nein! Und wir haben gar keine Blutwurst dabei. Egal, machen wir aus ihm eben eine Blutwurst. Überraschungsfähig. Treffer ist unwahrscheinlich, aber effektiv. Der wird damit nicht rechnen. Hunde sind dumm. Triple Strike. Das ist die neue Technik vom Team, wo jeder Schlang der Doppelgänger senkt verschiedene Werte. Ich glaube, es ist gemeint, jeder Schlag der Doppelgänger senkt verschiedene Werte. Das macht dann noch irgendwie mehr Sinn. Ja, nehmen wir und... Frost wird voller Power drauf. Das wird niemandem auffallen. Und hier könnt ihr auch nochmal sehen, ja, es läuft. Oh, das war ja ein geiler Angriff. Hat verschiedene Werte tatsächlich gesenkt. Oh, der war ja einfach. Hoffentlich hat das niemand bemerkt. Dass ein Stockwerk drüber gerade ein Hund zerfetzt wurde. Oh, er lebt noch. Er hat nur Angst. Oh, gut, wir haben ihn nicht getötet. Oh,
Oh, jetzt ja runter. Ja, in die Ecke mit dir. Dämliche Töle. Okay, mein Schwert. Mitnehmen. Beweisstückschwert erhalten. Jetzt sind unsere Fingerabdrücke drauf. Ausgezeichnet. Worum geht's hier überhaupt? Das ist Schmuck. Mitnehmen. Beweisstück Schmuck. Oh, Schnaps. Ganz, nicht unbedingt ein Beweis, wir lassen uns mal stehen. Hä? Ach so. Oh, wir müssen den Hocker zur Seite schieben, um den Zettel zu lesen. Wie im richtigen Leben. Lukas, es lief alles glatt. Die Botto liegt bei mir im Zimmer. Gib dem Informanten, der diesen Zettel gebracht hat, 10 Goldstücke. Komm, sobald du diese Nachricht gelesen hast, sofort in meine Wohnung. Der Informant sieht übrigens folgendermaßen aus. Er hat einen braunen Hut, eine Pfeife im Mund und einen braunen Mantel. Es gefällt mir sehr gut. Ich denke, ich werde mir auch diese Arbeitskleidung zulegen. Gezeichnet M. Na, wenn das mal nicht der Beweis ist, nach dem wir suchen sollten. Ich weiß absolut nicht, worum es geht, aber es sieht aus wie ein Beweis. Und da unten Beweisgold. Beweisstück Nachricht. Quest aktualisiert. Soll ich das Gold mitnehmen? Jetzt bin ich mir unsicher. Nein. Wir lassen es hier. Wenn sie dann nämlich wirklich das Gold bei ihm finden, ist das der Beweis. Wir können ja nicht die ganzen Beweisstücke von irgendwoher mitbringen und sagen, hier, das ist es, und es dann auf ihn abschieben. Eine goldene Vase. Mitnehmen? Nein. Ist zu schwer, wir können das unmöglich mitnehmen. Schade, schieben wir es. Oh, ein Beweisbottich. Ein Trinkschälchen für den Hund. Unnütz, aber ein Beweis. Hier ist nichts weiter. Hallo, Hundi. Ein Beweisbett. Komm, Rabea, komm ins Bett. Komm ins Bett. Och, Mann, Rabea. Jetzt liege ich nur mit Timo drin, ist ja ekelhaft. Ein Beweishirsch. Ach, Mist. Ach, was sollen wir denn mitnehmen? Oh, das ist echt schwer. Wir lassen alles Wertvolle drin liegen. Das Beweisschwert nehmen wir aber mit. Nicht, dass dann der Besitzer kommt und sich wehren will. Jetzt ist sowieso zu spät. Wir haben das Beweisschwert bereits an uns genommen. Hallo, überhaupt nicht verdächtig aussehender Detektiv. Was habt ihr gefunden? Diese Sachen hier. Das Schwert. Sehr gut, damit lassen sich bestimmt ungeklärte Mordfälle lösen. Geklauter Schmuck. Oder der Typ ist eine zwiespältige Person. Die Botschaft ist der beste Beweis für seine Verbrechen. Nun kann ich ihn schnappen. Um wen geht es denn eigentlich? Um dich. Eigentlich um mich. Und jetzt, da ich die Beweise selbst habe. Kann mich niemand mehr erwischen. Seht ihr den Typen mit Augenklappe, der immer hin und her läuft, der überhaupt nicht verdächtig ist? Sein Name ist Morita. Ich glaube, er ist für viele Diebstähle und Mord verantwortlich. Doch leider hat er bereits gemerkt, dass jemand ihm auf der Schliche ist. Denkt ihr, ich bin verdächtig? So an der Straßenecke stehend, mit einer Pfeife im Mund, mit Detektivkleidung, irgendwie verdächtig, so in seiner Nähe, nur 10 Meter entfernt? Richtig, darum habe ich euch eingestellt. Darum kamt ihr mir gerade recht, denn Leute wie euch sehen nicht so verdächtig aus. Ihr seht vollkommen 0815 aus. Sehr schwach, sonst könntet ihr kein Wässerchen trüben. Jeder macht sich über euch lustig. Niemand würde euch ernst nehmen. Ja, ist jetzt mal gut, ja. Okay. Jedenfalls habe ich nur den Beweis. Hat uns gefreut, ihnen helfen zu können. Halt. Eure Aufgabe ist noch nicht erledigt. Ihr müsst Morita töten. Wie bitte? Auf dem Zettel wird ein Komplize erwähnt. Ein gewisser Lukas. Macht immer die ganze Arbeit. Ich lehne mich zurück. Ich bin Detektiv Copper. Sucht ihn und gebt ihm den Zettel. Geht euch als Botschafter aus. Morita hätte wahrscheinlich eh irgendein Penner dafür beauftragt. Na, danke. Und sobald ihr den Zettel abgegeben habt, kommt sofort wieder, verstanden? Alles klar. Bis später. Wow, Quest aktualisiert. Oh, was ist jetzt? Oh, wir bekommen Erfahrungspunkte dafür. Das ist wesentlich besser als kämpfen. Ich liebe diese Art des Erfahrungspunktesammelns. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, wenn wir jetzt auf irgendjemanden treffen namens M, eventuell müssen wir nochmal durch die ganze Stadt laufen, eventuell treffen wir so oder so auf ihn. Man weiß es nicht. Und ich hoffe, ihr sagt es mir auch nicht, denn ich möchte denjenigen selber finden. Werden wir ihm diesen Brief übergeben und uns dann über ihn übergeben. Okay. Cool gespielt für heute. Das war Let's Play 2K. Lazy Hero, Difficult Quest.
uns dann das nächste Mal wieder. Bis bald! Bis bald.